Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Sibling. Heute mit einer neuen Reaktion wieder extra für euch. Und zwar reagieren wir auf Shirin David und Haftbefehl auf deren neuestes Musikvideo Conan X Xenia. Also bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. Leute, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, das Ganze geht jetzt in eine ganz andere Richtung. In eine richtig krasse, auch aggressive Richtung. Ja. Oh, okay. 06 war die Vorwahl, jetzt ist brutal. Okay, Leute, ich muss sagen, man hat ja über Insta paar Stories gesehen gehabt. Ich glaube, das war vielleicht der Anfang gerade. Das kann sein, ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Aber ich war gespannt, wie Shirin David darauf. Wie Shirin auf dem Track sein wird. Genau. Hau dich total schaden, ohne Grund, ohne Moral. Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial. Scheiß mal auf alle, ich bin Conan der Baba. Ich fand die Line gerade geil. Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial. Das hat sich geil angehört. Das hat mit dem Beat geil. So. Ja. Aber ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin Conan. Schon mal. Okay, also es ist auf jeden Fall so ein Boss-Song. Ja, also so richtig so, keine Ahnung, das ist so hier jetzt mein... Allein Kopier. Schon vom Beat. Ja, allein das, schon der sagt Beat, alles gell? Schon, gell? Ja. Also ich feiere es auch gerade, wie er rappt. Ja, irgendwie. Wie er rappt. es ist was ganz anderes irgendwie, auch was ganz anderes, wie wir hören. Ja. Aber irgendwie bin ich halt trotzdem noch gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Keine Ahnung. Jeder Zolli rappt und hüpft rum wie Akrobat. Doch keiner rappt den Laden so wie Babo H. Scheiß mal auf Rolex, Nutte R mit der Schuppa. 069 die Vorwahl, jetzt wird's brutal. Also, ich finde es irgendwie schon doch geil. Also, ich weiß, es war halt was. Ich habe am Anfang, als so die erste Insta-Story gesehen habe, habe ich gedacht, okay, krass, ich bin jetzt echt gespannt, weil ich sowas einfach nicht erwartet habe. Nee, ich auch nicht. Also null. So, dass Shirin auch in die Richtung geht. Ja, genau. Aber jetzt, wo ich jetzt mal länger das Ganze anhöre, finde ich das auch zusammen mit dem Beat auch richtig gut gerade. Ja, das also, es gefällt mir gerade. Ja. Okay, Leute, jetzt hier sie hört man kommt. Shirin David. Ja. Jetzt bin ich unnormal gespannt. Ich unnormal. Auch. Ich muss wissen, wer deine Mami ist. Bring um die 100 Bad Bitches für Hafti Abi mit. 24 Jahre Bitch, 700k sind nix. Mit Cousin Alko Tutsi Walter auf dem Alcantara sitzt. Krass. Okay, es geht in eine ganz andere Richtung. Es geht in eine ganz andere Richtung als Super Size. Also jetzt ist so wirklich so, keine Ahnung, jetzt ist so... 100% Boss. Ja. Einfach, keine Ahnung. Brazilian Butler, Baby, don't touch it. Guck eure Videos und frag mich, wer von uns beiden ist Plastik. Deutscher Rap, ich sperr die Nutten in den Zoo. Fangirls wollen mich dissen, doch so sprich mal nicht mit seinem Idol. Diese also, Lines. Oh also, Leute. Es ist schon krass. Es ist schon extrem krass. Ich mag auch gerade diese gewisse Aggressivität in diesem Song. Aber diese auch Frechheit von ihr, die sie gerade so transportiert. Ja. Transportiert? Transportiert. Ihr Baus, Bitches, Shrizzles und pinken Whips. Jimmy Fit, Manolo Blahnik, der Shit ist limited. Halbe Mille vertickt an Liquid, als wäre es nichts. Also bitte, wenn ich mit Rap da mit 100 anderen bin, ist es. Hey Leute. Oh. Also ich muss sagen, der Part jetzt so, das letzte Wort, wie sie es ausgesprochen hat, hat mich ultra an Nicki Minaj erinnert. Ja, das auf jeden also Fall. Also absolut. Aber mir hat jetzt auch überhaupt diese Aufzählung hat jetzt am Ende richtig hat mir hart super gefallen. Ja. Dieses, keine Ahnung, das war so. Ja, ich weiß nicht, das war krass. Jetzt ist brutal, hau dich total schaden, ohne Grund, ohne Moral. Ich bin jung, ich bin wild, ich bin asozial. Scheiß mal auf alle, ich bin Conan der Baba.
Leute, ich muss sagen, einfach auch diese Hook mit dem Jungen, wild und asozial. Ja. Ich feiere es einfach. Aber ich muss auch noch, by the way, sagen, Shirin sieht ja echt unnormal krass aus. Ja, das stimmt. Also wirklich krass. Ich mag auch das Video, das ist echt gut gemacht. Ja. Also Leute, ich muss sagen, der Track hat mir absolut gefallen. Ich wusste wirklich diesmal nicht, ob er mir gefällt oder nicht, weil ich so die ersten Einblicke ja in Insta hatte und ich dann nicht wusste, okay, wie ist jetzt Shirin in den ganzen Song, wie wird das sein? Mhm. Aber ich muss sagen, allein schon von Haftbefehl, als ich das Ganze länger angehört habe, war das einfach geil. Es hatte einfach was. Ja, es war einfach besser, als ich so in diesen 10 oder 12 Sekunden in Insta wirklich gedacht habe. Ja, weil wir ihn auch zuvor noch nie gehört haben. Also klar, wir kannten den Namen, aber wir haben seine Musik nicht seine so Tracks verfolgt gehört. Einfach auch. Aber Shirin fand ich allgemein in dem Song schon echt so bossy einfach. Ja. Echt krass. Bossy. Bossy. Alles klar. Aber Leute, wie fandet ihr das Ganze? Schreibt es bitte in die Kommentare, lasst ein Abo da und ein Like. Teilt unser Video, folgt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram. Project.Zipling. Project Zipling. Und schaut euch unsere anderen Videos an. Genau. Und damit würden wir uns verabschieden. Macht's gut, Leute. Ciao.